Sie sind ja in einem Elternhaus aufgewachsen, was nicht unbedingt linientreu war, mit der SED und mit dem DDR-Staat. Können Sie sich an Diskussionen in Ihrem Elternhaus erinnern, in Auseinandersetzungen, die eben um diesen Staat gingen? Es wurde eigentlich nur geschimpft. Es wurde eigentlich nur auf diesen Staat geschimpft. Natürlich haben wir nur Westradio gehört, Fernsehen gab es bei uns nicht. Das kann ich mich erinnern. Ich weiß auch, dass ich immer ganz stark vergattert worden bin, dass ich ja nichts nach draußen bringen durfte. Also ich habe von vornherein gelernt, schon als Kind, so zweierlei Identitäten zu haben. Und ich Das war mir immer dieser Tragweite bewusst, wenn ich was Falsches sage, dass ich die ganze Familie sozusagen ins Messer liefere.